Hi zu dem neuen Vlog. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid auch im Birthday Mood. Ich trinke mich gerade in die Birthday Mood mit meinem Tee. Also folgendermaßen ist der Plan. Ich weiß eigentlich gar nichts vom Plan. Ich sollte nur eigentlich entspannt angezogen sein. Ich muss gar nicht geschminkt sein. Ich soll einfach alles entspannt sein. Die Vivian fragt mich gerade, ob sie das in ihre Story posten kann. Caption this picture, please. Naja, ich werde mich aber einfach for my feeling ein bisschen fresh machen. Ich sag seit neuestem immer fresh. Ich weiß, es heißt fresh, aber ich sag fresh. Deswegen packe ich mir, glaube ich, ein bisschen Concealer ins Gesicht. Ich glaube, meine Kleider kommen heute auch noch an. Ich habe gestern mir noch Geburtstagsschuhe gekauft, was nicht der Plan war, aber es war der Trost, dass das Kleid nicht ankommen wird, womit ich mich jetzt leider abfinden muss, was aber gut ist, weil das unnormal teuer war und ich es eigentlich eh nicht behalten wollte. Ja, und falls ich die Schuhe nicht fühle, kann ich die immer noch zurückgeben. Deswegen war das so ein bisschen ein, wenn es zum Outfit passt, dann cool und wenn nicht, dann nicht. Also ja, ich habe meine Haare so ein bisschen geföhnt und ich werde jetzt ein bisschen Concealer in mein Gesicht machen, die Augenbrauen, ein bisschen Blush, ein bisschen Highlighter, ein bisschen Bronzer. Eigentlich alles außer meine Wimpern. Und ja, mich dann ein bisschen aufrappeln, ein cutes Outfit anziehen und dann gehen wir frühstücken und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was der Plan ist. Ich freue mich aber. The day has come, so Caroline has Geburtstag. Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich fahre jetzt zu Carol. Die hat heute nämlich einen Tag mit dem Berghai geplant, also der Berg hat einen Tag mit ihr geplant, logischerweise. Und ja, ihr Geburtstagskleid kommt aber heute erst an, weil es im Zoll stecken geblieben. Und deswegen fahre ich jetzt zu Carol und chill da und mache da ihre Birthday Preparations und ein bisschen was für die Uni, damit dieses Paket nicht verloren geht. Genau, da muss ich mich jetzt aber beeilen, weil auf dem Weg will ich eigentlich noch schaffen, Blumen zu holen. Ich muss das alles mitnehmen. Genau. Ja, und noch Geschenkpapier und so. Also ich muss mich jetzt beeilen. Okay, also ich habe mich fast, oh Gott, fertig geschminkt. Ich mache mir jetzt noch ein Lip Balm drauf. Berghai wollte eigentlich nur kurz was erledigen und jetzt ist der fucking schon eine Stunde weg. Sophie sucht die ganze Zeit einen Parkplatz, denn sie bleibt hier in der Wohnung, damit mein Kleid auch safe ankommt und macht die Uni-Zeug. Und ich frage mich, was der Plan von heute ist. Ich habe jetzt diesen Lip Jam von Catrice drauf. Der schmeckt richtig geil. Hat so ein bisschen Farbe. So, und ich mache jetzt ein bisschen Haarspray in meine Haare. Ich habe harte Flyaway. Ich könnte eigentlich mal diesen Dyson Flyaway-Aufsatz benutzen. Ich habe eben ernsthaft überlegt, ob ich heute eine Jeans anziehen soll. Wie crazy wäre das? Ich trage so selten Jeans und dann an meinem Geburtstag. I'm all grown up now, you know. Das ist so ein bisschen mein Outfit. Ich gehe, glaube ich, all black. Bin mir nicht ganz sicher wegen der Hose, weil es sind schon nochmal zwei verschiedene Schwarztöne. I will update you. Leute, ich habe keinen Plan, was heute passiert. Habt ihr es gesehen? 11.11 Uhr. Und manche denken sich so, oh, du guckst eh die ganze Zeit nur auf dein Handy. Aber stimmt nicht. Ich bin zwar oft an meinem Handy, aber ich bin nicht die ganze Zeit an meinem Handy und ich mache viel hin und her. Und eben wollte ich nur gucken, wer mir geschrieben hat. Und es war keiner, aber es war 11.11 Uhr. It's all good. Ich wollte auch mal Danke sagen für die ganzen Nachrichten von euch. Ich kann nicht auf alle antworten, aber dadurch, dass ihr auch wisst, wie wichtig mein Geburtstag mir ist, finde ich das mega lieb, dass ihr mir auch alle gratuliert und so weiter. Ich räume jetzt hier so ein bisschen auf. Eine kleine Kerze angemacht. Und warte, bis Berghai wiederkommt. Der hat nämlich meine Axt in seinem Auto und dann wollte ich so ein OOTD-TikTok für euch drehen. She has arrived. Hi. Thank you. Achtung, Achtung. Diese Kack-Schöpsel, Alter. Wo ist dein Uni-Zeug? Ich kann meine Sachen erst aus dem Auto holen, wenn du gehst. Achso. Ja. Hä? Wieso kannst du deine Sachen erst aus dem Auto nehmen? Ja, weil ich will jetzt nicht dreimal trinken. Mm. Okay. Möchtest du was trinken? Ich trinke Wasser, ja. Okay. Also, ich muss schon ehrlich sagen, Geburtstagswetter ist smash. Ja, schon richtig smash. Es ist nicht kalt. Nee. Fresh? So wie ich angezogen bin, habe ich nicht gefroren. Ah. Ist voll schön. Die Sonne ist richtig
schön, richtig schöner Herbsttag. Geil. Smash. Schon mal ein MS-Birthday-Tea. Ja. Ja. Das habe ich mir heute gegönnt. Heute mal, ne? Heute mal. Jedes Mal. Genau. Ich habe auf jeden Fall sehr gute Laune. Ja? Ja. Warum? Ich bin motiviert. Ah. Ja. Ja. Ich bin sehr ranzig. Ich muss so dringend meine Haare waschen. Aber ich bin motiviert. Sky, weißt du, wo es gerade hingeht? Willst du ein bisschen mit den Ziegen spielen, ne? Oh. Mit dem Esel, der da drin ist? Hm. Oh. Sky hätte bestimmt gern so einen Kinderwagen, in den sie sich reinsetzen müsste. Sky, wo sind wir? Ja, wo sind wir, Nununu? Wir sind beim Opel-Zoo. Hi, Leute. Wir sind beim Opel-Zoo. Und da ist die Pinky. Wo sind wir, Sky? Sind das Ziegen? Sind das Ziegen? Ja, sag doch mal Hallo. Oh, pass auf, dass nicht in das Auto. Wir haben keine Lust auf dich, ja? Haben die keine Lust. Oh, das ist ein bisschen gruselig. Sag mal, höflich, ne? Kriegst Karotte. Boah. Hier kommen richtige Kindheitserinnerungen hoch. Ich war hier früher so oft mit meinen Eltern. Und hier habe ich früher auch immer so diesen Autoscooter. Hatten die früher hier. Hier ist das Elefantenhaus. Das ist das Elefantenhaus, Schatz. Ja, ja, ja. Giraffe oder Elefant? Elefant. Hier riecht es ganz seltsam, oder? So, das hast du noch nie gerochen. Komm, wie neugierig die ist. Ja. Würdest du jemand auf einem Elefanten reiten? Ja, wenn es irgendwie geht, warum nicht? Ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst. Boah, guck mal, das ist voll Stil, sowas, Evolution. Schon crazy. Ja, doch. Guck mal, das sieht crazy aus, aber das macht irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Muss nicht in die andere Seite. Zu der Zeit hat es Sinn gemacht, aber die passen sich ja auch evolutionsmäßig an und anscheinend aktuell so. Ja, weil man dann eher die Leute. Damals, wo die kämpfen mussten. Weißt du was, ne? Ich glaube, das war wegen Kämpfen, weil die sich halt verteidigen mussten. So. Guck mal, wie das aussieht. Krass. Sieht aus wie eine große Ratte, oder? Ich glaube, Ratten sind sowieso in der Evolution sehr weit vorne bei allen Tieren. Boah, Leute. Deswegen sind die auch so überlebensfähig. Wenn das stimmt, dann ist krass und wenn nicht, dann Ja gut, bei uns Menschen weiß ich jetzt nicht. Wow. Einmal, als ich mit meinem Papa hier war, waren wir im Streichelzoo und dann wollte ich so, oh Pippi, rausgehen und dann ist einfach mit mir eine Ziege rausgerannt. Alter. Und dann musste mein Papa der Ziege hinterher rennen und hat die so bei beiden Hörnern genommen und dann zurück in diesen Käfig da reingebracht. Das war ein Erlebnis. Nein! Sky! Was ist hier denn los? Sollen wir den Leuten mal verraten, dass du dich im Opel-Zoo in mich verliebt hast? Da erzählt jemand über sich selber. Nein! Genau hier hat der Bergherr sich in mich verliebt. Du hast von mir doch die ganze Zeit Im Videos Streichelzoo. Gemacht. Hast du nicht von mir die ganze Zeit Videos gemacht? Ja, Schatz, kannst schon zugeben. Du hast dich in mich da verliebt. Schon süß, dass du das sagst, dann weiß jeder jetzt, dass du nicht verliebt bist. Nee. Du hast auch ganze Videos von mir gemacht, oder nicht? Ja, aber weil ich von allen Videos gemacht habe. Kann ich schon mal zugeben. Komm, wir gehen rein mit dir. Nein, wir gehen nicht rein. Bist du des Wahnsinns? Hörst du auf? Nein. Nein, wirklich nicht, nein. Das ist doch der ist jetzt da drin. Guck mal, das ist ein Elefantsnacker. Die anderen zwei. Hm? Der steht da. Hä? Der sieht Sky und denkt, der kommt spielen. Der sagt, ich geh wieder. Und du? Was mit dir? Was mit dir? Man muss schon sagen, man hat hier im Opel-Zoo haben die Elefanten schon richtig viel Platz. Da hinten ist der. Also natürlich ist es nicht ansatzweise wie in freier Wildbahn und so, aber die haben sich hier im Opel-Zoo schon richtig viel Mühe gegeben. Gepflegt und dann haben die auch hier hinten voll den Teich und so. So verschiedene Möglichkeiten. Ja. Für alles. Und es geht da hinten noch weiter, also es sind bestimmt wie viele tausend Quadratmeter. Also natürlich ist es nicht, wie gesagt, ansatzweise wie in
bei denen zu Hause in der Freiheit. Aber wenn man den Frankfurter Zoo vergleicht, ist schon ein kranker Unterschied. Oh, es ist richtig schönes Wetter. Sky, komm mal wieder hierher. Komm mal wieder hierher. Schaut mal, wo ich sitze. Neben dem Restaurant. Ich habe früher immer das Eis gegessen mit Smarties. Oder das mit KitKat. Es tut einfach gerade so gut, draußen zu sein in der Sonne. Es ist so schön. Richtig schön. Das Wetter war nämlich die letzten Tage echt so off. Aber das gibt gerade einfach richtig Energie. Sie sind überall Familien und Kinder. Und da ist ein Schäferhund, der nicht so heiß ist auf Sky. Schatz, du möchtest ein Eis? Holen wir das. Rate mal, welches Eis ich früher als Kind immer gegessen habe. Das gab es damals, glaube ich, noch nicht. Nee. Was, das war schon mal die richtige Richtung. Das gab es aber auch nicht damals. Nee. Was du als Kind gegessen, also Richtung meinst du jetzt hier auf dem Plakat mäßig? Ja, warst du in der richtigen Richtung. Dann glaube ich Caramel. Nein. Das hier. Nein. Ja, in der richtigen Richtung gibt es auch noch was. Aber gab es das früher? Ja. Und das da drunter. Smarties. Ja, genau. Smarties hätte ich auch, darauf hätte ich kommen müssen. Ja. Bei dir Smarties. Und bei dir? Was glaubst du denn? Das da. Nein, nein, nein. Doch, das hast du voll oft gerne gegessen. In der Türkei gibt es das tausendmal krasser, aber da gibt es das mit so. Mit so einem Keks und dann nochmal mit Waffel so in einem. Okay, aber hast du sonst hier immer was von gegessen? Als Kind habe ich hier immer, eigentlich immer Magnum gegessen. Und ich habe dieses Bum Bum auch voll oft gegessen. Boah, das weiß ich gar nicht. Ja? Boah, immer Magnum. Weißt du, was jetzt? Ich weiß es nicht. Eigentlich Oreo, oder? Decisions over decisions. Komm, dann bleiben wir der Kindheit treu, würde ich sagen. Ein KitKat? Ja, okay. Und du? Auch eins. Doch, Earl. Auch eins. Ein Wassereis für healthy. Healthy, gell? Ja. Nein, warte mal, warte mal. Ich mach auch keine halben Sachen, wenn ich schon eins esse. Aber hier ist echt keins, was mir gerade zusagt. Es gibt Kaktuseis, so Cola-Eis. Gibt es was Erfrischendes, so Orangeneis möglich. Es gab Mango. Hier, das da. Ich guck mal, was das ist. Das habe ich jetzt. Das ist doch gut. Komplett erfrischend, ja. Oder warte. Entweder das. Oder? Indian Mango, ja, das nehme ich. Ja, ja, ja. Ich wusste, dass du das nimmst. Wir sind einfach, was Eis sind, zwei verschiedene. Nicht nur bei Eis, wir sind bei voll vielen Sachen so. Unterschiedlich. Ja. Das Eis haben wir gegessen und waren gerade so, hä, das sind doch Geier. Aber die Geier hier können sich frei bewegen, denn die können nämlich nicht fliegen, weil die aus der Wildtierauffangstation sind. Und einen Flügelbruch haben. Sningo, kannst du dir das vorstellen? Das ist voll schön, also wir haben es hier richtig schön. Jetzt schauen wir uns die Giraffen an, dann gehen wir nach Hause, Pingo. Klein. Boah, guck mal, die haben da einen schönen Sumpf. Wer ist da? Schweine. So, Leute. Das ist mega süß. Wir sind jetzt in der Lodge. Das ist neben dem Opel Zoo, das Restaurant. Das ist mega schön hier. Ich war hier seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr. Hier in der Lodge. Also warst du schon mal? Ja, ja, irgendwann mal früher. Aber das war, die haben das, glaube ich, hier renoviert irgendwann mal. Und seit der Renovierung war ich nicht hier. Und dann haben wir jetzt hier gerade noch ein Leben gekriegt. Heute Morgen, heute Mittag. Oh, richtig schön. Ich habe zwei, also einmal weiß und orange, Farbkombination mit den Rosen. Und ich finde blau und pink passt gut, ne? Ja. Sehr schön. Trüffel, Kartoffelbrei. Sieht auf jeden Fall crazy aus. Smash. Was ist das? Für den Kartoffelbrei. Das ist Currysoße. Ne, so eine Barbecue Dip oder irgendwas, ich weiß nicht. Geil. Eigentlich mal mit Fleisch. So, da sind wir jetzt, die blöden Jonnen. Jetzt muss ich noch die Karte für die Carol schreiben. Und ja, ich muss die Sachen ausschneiden. Das kann ich euch gleich zeigen. Ich habe mir Starbucks bestellt, weil ich habe noch nichts gebreakfastet. Oh, hier sind gerade zwei Pakete für die Carol gekommen. Das eine, ich muss gucken, dass ich euch die Adresse nicht zeige. Das eine ist das Mai-Theresa-Paket. Und das andere sind Blümchen. Und da können wir jetzt mal gucken, von wem die sind.
So, da kam noch ein schöner Strauß. Ich weiß nicht, von wem er ist. Ich lasse Caro nachher die Karte aufmachen. Mit Star Reese ist gekommen. Ja, ich zeige, ich muss mich jetzt auf jeden Fall mal beeilen. Ah ja, und Sneak Peek zu eventuell Caros Outfit heute Abend. Man weiß es nicht. So, das ist jetzt noch das, was ich alleine schenke. Das sind nur die Kleinigkeiten und das Buch. Genauso für wenn die Caro wiederkommt. Und jetzt muss ich mich beeilen. Und es kamen schon wieder Blumen für die Caroline. Und zwar sehr, sehr schöne auch wieder. Also hier sieht es langsam aus wie im Blumengeschäft. Ich bin gespannt, wer so schöne Blumen schickt. So, ich habe jetzt auch mal geduscht, Haare gewaschen. Juckt ihr keinen? Und die Caroline ist mit dem Burrow unterwegs. Der Burrow hat mir gesagt, wo der Locher ist. Und jetzt werde ich mal diese Sektkärtchen lochen. Und die Doja kommt bald. Ich bin jetzt entspannt. Es ist jetzt alles vorbereitet, was ich vorbereiten kann. Es kann jetzt nichts mehr von meiner Seite gerade schief gehen. Ich bin gespannt. Die Cheyenne, sie ist noch bei der Arbeit. Die kommt dann später dazu, wenn wir dekorieren gehen. Der Plan ist, die Doja und ich werden die Tischkärtchen abholen, die Namenskärtchen, die ich jetzt habe drucken lassen. Dann werden wir Luftballons holen. Und dann, was machen wir dann? Dann gehen wir den Kuchen abholen. Ich habe es vergessen. Dann gehen wir Kuchen und Cupcakes abholen, dann bringen wir das ins Restaurant, dann dekorieren wir da. Dann kommen wir hoffentlich früh wieder zurück, sodass wir uns mit der Carol zusammen noch schminken können, ihr unser Geschenk geben können, die Cheyenne und ich. Und that's the plan. So, also einmal habe ich für die Caro dieses Buch. Das soll sehr spicy sein und sie wollte mal ein spicy Buch lesen. Also habe ich das besorgt. Das ist eins der Geschenke, was Cheyenne und ich zusammen schenken. Wir filmen ja bestimmt nachher, wie sie es auspackt, deswegen zeige ich es euch jetzt nicht. Und hier sind jetzt die Orga-Goodies drin. So, und zwar erstmal die Karte, die ich schreiben muss noch. Dann, das sind so kleine Kärtchen. Die will ich hier lochen. Und dann kann man die so an die Sektgläser binden, habe ich so ein Inspo-Bild gesehen. Dafür habe ich so schwarzes und weißes Satinband gekauft. Keine Ahnung, ob das klappt, aber es ist eine Idee. Die Fiona hat geholfen, mir die ordentlich aufzureihen. Und dann gibt es Tischkärtchen. Die hatte ich vielleicht schon mal gezeigt, so sehen die aus. Die kann man dann hier falten in der Mitte und dann an die Plätze stellen. Menükarten habt ihr schon gesehen und ich muss jetzt mal Gas geben. Also, ich habe jetzt hier diese kleinen Kärtchen, die ich an den Sekt machen will, ausgeschnitten. Das ist halt ganz dünnes Papier. Ich hoffe, die reißen mir nicht, wenn ich die loche und versuche festzumachen. Und jetzt wollte ich eigentlich die ausschneiden, aber jetzt ist mir aufgefallen, der Drucker hat hier so Schlieren überall gezogen. Und hier geht teilweise auch schon so die Farbe ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und ich habe jetzt doch beim Coffeeshop, wo ich auch immer, ja hier, da sieht man es richtig, wo ich sonst immer für die Uni hingehe, eine E-Mail geschrieben, dass der mir die doch auf schönerem Papier ausdruckt. Und vielleicht kann er die auch zuschneiden. Das kostet zwar ein bisschen was, aber das nervt mich hier. Das funktioniert nicht. Genau, das muss ich dann auch noch abholen heute. Aber ansonsten sind wir jetzt langsam ready to go. Also ich gehe jetzt die Smeisen holen. Die ist nämlich da. Mit ganz vielen Paketen von der Carol. Hallo. Moin, Möchte. Gang, gang. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt ins Skyline Plaza. Wir gehen Luftballons holen. Und was haben wir gerade geholt? Tischkärtchen. Also wir haben eben Tischkärtchen drucken lassen. Sieht man die? Ja. Ja, genau. Smash. Die sind richtig geil. Und Sophie hat auch gestern diese Menükarten geholt. Ja, das habe ich gesehen. Die sind auch so schön. Smash. Ne? Smash. Smash. Ja. Und jetzt gehen wir Luftballons holen. Smeisen und ich. Ja. Und dann kommt Caro nach Hause, dann wird sie beschert. Wir müssen auch noch den Kuchen holen. Und dann gehen wir ins Restaurant dekorieren. Ja, ja, ja. Aber was müssen wir noch dekorieren dort? Naja, ich habe ja diese Kerzengläser gekauft und Kerzen müssen auf den Tisch. Ja. Ich möchte halt sehen, dass sie dann schon den Tisch gedeckt haben oder den dann decken und dass ich schon die Menükarten drauflege. Die Luftballons müssen dahin, wir müssen den Kuchen abgeben. Ja, zum Glück sind wir jetzt so früh los. Ja, deswegen wollte ich ja so früh. Das wird jetzt noch viel länger dauern. Das muss ich auch ready machen. Ah ja, und ich habe ja diese kleinen Kärtchen für die Sektgläser gemacht. Die muss ich auch noch festmachen. Ja. Aber die Cheyenne kommt ja und hilft uns. Kommt sie jetzt dahin? Ja, um 17 Uhr ist sie da. Oh, schön. So wie ausgemacht. Und wir sind hoffentlich, wenn wir schnell sind, vor 17 Uhr. Wir sind vor 17 Uhr.
Ja, 15, 15. Wir schnell fahren. Wir fahren nie schnell. Nie. Kara hat auf jeden Fall Traumgeburtstagswetter. Smash. Das ist das beste Wetter seit Wochen. Jetzt haben wir schon 3 Minuten, oder? Ja, das ist direkt da vorne rechts rein. Ja, das ist echt geil. War noch gerade frühstücken in der Sonne. Das war nice. Smash. Hallo. Oh mein Gott, Junge. Du machst das wirklich auch noch 7000 Jahre, ne? Du machst es auch noch 7000 Jahre noch. Ich bin echt müde gerade. Okay, warte, wir machen jetzt eine Challenge, okay, damit du wach bist. Mhm. Wir sagen eine Zahl von 0 bis 10, okay? Mhm. Und wenn wir die gleiche sagen, dann musst du hier lang sprinten. Nein, voll sprinten. Ich will nicht sprinten, Bro. Du kannst sprinten. Okay, joggen. Okay, joggen. Nein. Oh, Sophie. Mach du doch. Sprinte du doch. Und das war's mit dem Video. Ciao, ciao. So, wir haben den Kuchen abgeholt. Virgo Cakelini. Sieht smash aus. Da unten sind die Cupcakes mit so kleinen Virgo-Zeichen. Einfach smash. Wirklich smash. So, da seht ihr nochmal, so wo man die bestellen kann. Smash. Ich bin schon. Smash. Das ist einfach geil. Oh, Leute, wir sind gerade nach Hause gekommen. Da sind noch mehr Blumen von Virgo. Danke. Leute. Ich habe mein Handy aus Versehen bei Berkas Schwester zu Hause vergessen. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit mein Handy nicht dabei, was sehr erfrischend war, weil wir wirklich die Zeit zusammen verbracht haben und ich trotzdem mit der Vlogging-Kamera einiges festhalten konnte. Ich mache jetzt schnell die Blumen von Berka in die Vasen und dann muss ich mich auch schon schnell fertig machen. Denn wir haben schon 17.30 Uhr und es ist knapp. So, ich wollte euch eben nochmal meine Birthday-Kleider-Option zeigen. Das hier wäre das erste. Ich finde das sehr, sehr flattering. Okay, das hier. Ja, das zweite Kleid. Ich finde das eigentlich sehr schön, aber ich weiß nicht, irgendwie too much. Ich bin unentschlossen und ich muss mich jetzt dringend fertig machen. Leute, ich mache mich jetzt ready. Ich mache jetzt meine Haare. Berke hat mir hier gerade noch einen Kaffee gemacht, damit ich nochmal auf die Toilette gehen kann. Let's fetz. Sie darf nicht aus dem Bad raus, sonst gibt's richtig Ärger. So bringst du dich also in Stimmung. Happy Birthday! Thank you! Ja. Ich film auch richtig schön gegen das Licht. Okay, du bist ja gleich fertig. Jetzt schon? Ja? Na lass sie doch kurz wenigstens ihre Haare machen. Nur kurz. Lass sie doch. Guck mal, ich sehe eh schon aus wie ein Vollidiot. Lass sie das wenigstens. Wie lange war es noch so? 3-4 Minuten? Ja. Ja. Ich sehe gerade so aus und ich weiß nicht, ob das ein Flop wird, aber kann ich kommen? Schafft! Was ist? Ich sehe aus wie eine Granny. Du vlogst, geh du mal vor. Warte, ich muss es mal hier drehen. Und ich vlog hier. Ihr macht mich mega nervös. Alle Visions. Vielleicht übertreiben wir gerade auch ein bisschen, also ein bisschen übertrieben. Also ist eigentlich alles langweilig. Ja. Die Tüte ist sehr groß. Also nicht denken, dass das, was da drin ist, so groß ist. Aber die Tüte ist sehr, sehr groß. Das ist noch von mir, das ist noch okay, da. Wo soll ich hingehen? Das, was du willst, ist egal. Die Reihenfolge ist total egal. Ich fühle mich, als ob du heiratest. Dann geht die Party richtig ab. Mach dich gefasst, weil dann geht die Party richtig ab. Ich hab Blumenmädchen. Ja. Oh, jetzt wird geheult. Oh. Danke. Ein Leini machen. Sonst hole ich auch. So, guck dir das an. Deswegen war es eigentlich ganz gut mit diesem. Nicht schminken vorher. Ah, das ist der spannendste Teil vom Geschenk auf jeden Fall. Geil, ist das ein Sexbuch? Ja. Ja! Also Sexbuch will ich jetzt nicht sein. Angeblich ist es spicy. Ich habe es noch nicht gelesen, aber. Nice. Das ist von der mit dem Krimi, ne? Genau, wo ich meinte, die macht doch immer spicy Geschichten. Und du hast, glaube ich, nicht weit genug gelesen in deinem Buch. Das erste Mal, ich lese Sex, also ich bin schon hooked. Das sind die einzigen Bücher, die hier gelesen werden, auf jeden Fall. Ja, Mindset- und Business-Bücher und dann diese. Was zuerst? Was du möchtest? Das hat keine Reihenfolge. Nein, sagt ihr. Erst die orangene Tüte. Ja. Okay.
Und den Rest heben wir uns auf für meinen What I Got For My Birthday. Okay, du musst. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr kreative... Ja, das war nur, damit du es nicht aufmachst. Boah, Alter, was ist das? Ja, ich dachte, du willst jetzt so Sport durchziehen und so. Was ist das denn? Oh! Mega schön. Ne? Ja, das ist Hammer. Das passt voll gut ins Haus, dachte ich mir. Wow! Schön, ja. Oder? Oh. Wow. Schwer. Ja, es ist mega schön. Ich habe mehr Deko als Möbel in dieser Wohnung. Schön. Das ist auch von drinnen schön, da sind so Dinger drin. Ah, habe ich gesehen. Weißt du? Wow. Aber so, ich dachte mir so, vibey. Smash. Weißt du? Ja. Sau geil. Auch mal so Innsbruck gucken. Dankeschön. Was ist das? Das ist so der Vorgeschmack, auf was in der Tüte ist. Nein! Oh. Oh nein! Oh. Oh nein! Was ist das denn für eine Süße? Ah nein, das ist extra drin, ja. Danke! Gerne. Ist schön, ne? Smash. Also vielleicht einfach öfter dein Vestiaire öffentlich lassen. Ja. Ich schwöre, ich hatte gar nicht so viele Nachteile. Danke, Noah! Gerne. Gerne yourself, Bravo. You deserve it. Oh, jetzt mache ich deine Haare also nicht, ne? Auch ein bisschen. Ich habe einen ganzen Blumenladen hier. Ah, ah. So, wir machen es jetzt ready. Jetzt geht's weiter. Karen, nein. Warte, da kommt gleich noch raus. Kannst du für mich mal die Kamera kurz, das Licht kurz heilen? Jetzt geht's rot. Jetzt geht's los. Mask off. Wie geht denn das nochmal, Mask off? Fucking Mask. Das ist 38,5. Wirklich? Ja. Boah, die fallen klein aus. Ja. Aber sind bequem, ne? Ja, ja. Die sind ja auch nicht hoch. Nee. Oh. Smash of Lee. So, lauf jetzt rum. Smash of Lee. Die sind ja so geil. Also, Leute. Voll bequem. Ich ziehe jetzt das Kleid an. Mach jetzt mal meine Haare auf, um zu gucken, ob ich noch irgendwas retten muss. Weil ich habe ein bisschen geremixed heute. Es kann entweder hot sein oder es kann flott sein. Und wir werden sein. Auf jeden Fall besoffen sein heute. Bitte! Ich hau zu Berg. Cheyenne muss leider Auto fahren. So, die Cheyenne und ich sind on our way. Wir sind jetzt da. Wir fahren jetzt hier ins Parkhaus. Übrigens sehr geil, wenn man hier Gast ist. Bezahlen die das Parkhaus oder den Parkplatz? Auf jeden Fall smash, dass man das nicht bezahlen muss. Das finde ich wirklich. Das ist Service, den wir lieben. Ja, we love. Ah, die Cheyenne sieht auf jeden Fall smashy aus. Dein Outfit of the Date. Outfit of the Night. Ist Zara und ja, das war's. Der Verbrannte. Hallöchen. Ich filme mich halt an. Du siehst richtig gut aus. Wollt ihr alle mit anstoßen? Auf Caroline. Cheersies. Auf 23. Thank you, dass ihr alle hier seid. Da werden unsere Porns da mit Teenies gemixt, sage ich nur. Da vorne geht's schon rund. Jetzt gibt's gleich den Taste-Test. Ja. Sophie ist ein richtiges Kris Jenner-Karte. Ja. You're doing amazing, sweetie. Influencers in the wild. Einmal passt mein Getränk nicht rein, weil es nicht ästhetisch ist.
Tja, was ist mit dir? Was ist mit dir? Carol, Birthday Update. Smash. Smash. Der Lipgloss glitzert immer noch richtig. Ja? Mhm. Ist er noch drauf? Mhm. Violinis gemacht. Wir haben gefoodet. Jetzt gibt's gleich Nachtisch. Ich hab schon hier mein Babelini. Wir haben gut gegessen. Es sieht aus, als hätten wir nichts gegessen, aber wir haben gut gegessen eigentlich. Komm, wo sind die Tränchen? Ich habe extra keine Karte geschrieben, sonst hätte ich auch geweint. Ja. Nein! Oh nein, Sneaky! Oh nein! Wahrscheinlich bin ich die eine. Lach mal! Junge. Aspirin reingeschmissen. Ey, es war so, so, so toll. Also, alle haben mir heute wirklich das Gefühl gegeben, dass ich toll bin. Und das finde ich toll. Ja, vom OP zu bisschen zum Essen, bisschen zum Fertigmachen, die ganzen Geschenke. Dann in dem Restaurant. Das Restaurant war der absolute Hammer. Absolute Empfehlung. Ich werde es euch in der Infobox nochmal hinschreiben. Es war keine Koop, alles selber bezahlt, aber der Service war Hammer, Hammer Service. Und ich war jetzt schon in relativ vielen fancy Restaurants in Frankfurt, die sehr, sehr teuer sind, wo der Service nicht mehr ansatzweise so ist. Deswegen absolute Props. Nochmal ganz, ganz großes Danke an Sophie und Cheyenne, die das Ganze organisiert haben. Ich hatte keine Zeit und keinen Kopf und keine Kapazitäten, das selber zu organisieren. Und dann haben sie gesagt, dass sie das übernehmen werden und haben sich so viel Mühe gegeben von der Deko, von der Orga, von den Einladungen und Tischkarten. Und all, die sind solche süße Mäuse. Ich habe die wirklich sehr, sehr gern und das schätze ich so krass extrem an denen. Die sind echt all out gegangen. Ansonsten war der Abend super entspannt. Wir haben super viel getrunken und gegessen und gequatscht. Und ja, bin sehr, sehr happy. Schmink mich jetzt ab und gehe ins Bett. Was eher pass ist, dass ich morgen um 9 Uhr morgens einen Call habe, den ich nicht verschieben konnte. Dementsprechend wird die Nacht kurz, aber der Vlog war lang. I love you all. Bye bye. If you got it bad, like I got it bad for you.